Ja, mein Name ist Duke und heute gibt es eine Oldschool-Reaction auf Deutsch. Also Oldschool, weil Deutsch wie zum Anfang des Kanals. Haben sich viele von euch gewünscht und dachte ich mir, vielleicht kann ich einmal im Monat ein deutsches Video machen mit englischen Untertiteln und so. Ja. Wir schauen heute ein Cover von Blackpink an. Ich kenne den Originalsong nicht, aber ich bin mir sicher, die machen das sowieso viel geiler als das Original. Und Lisa rappt. Cool. Lisa Fanboy Number One. Ja, meine Instagram-Bilder sind so weird, dass ich sie selbst als Meme benutzen kann. Okay, Blackpink Sure Thing. Ich habe keine Ahnung von diesem Song. Absolut null. Deswegen, let's go. Live-Version. Auf Englisch. Treat you like a friend. Jennys Gesangsstimme ist genauso cool wie ihre Rapstimme. Oh, Lisa. Oh, geil. Rosies Stimme im Englischen. So nice. Oh, ich mag's, wie sie mit dem, mit diesen verschiedenen Layern der Stimme reingehen. Total geil. Ist es Jisoo? Auf Englisch? Krass. Das Feeling vom Song ist total angenehm. Ah, das Lächeln. Damn, Jisoo's Stimme in Englisch ballert ja richtig. Was war das für ein cooles... Oh, geiler Übergang von Rap in Gesang. Es passieren so viele Sachen, ich kann gar nicht so schnell sprechen. Super angenehmer Mix mit der Rap-Stimme und der Gesangsstimme. Lisa hat auch einfach so eine geile Rap-Stimme. Jenny aber auch. Ja! Kill it! Ich play das wie ein Toy. Ja, Mann. Yes, I'm your kryptonite. Die Rap-Stimme mit den gesungenen Harmonien kommt so gut. Krass. Ich glaube, das da vorne ist JYP. Krass. Also, musikalisch mit das Beste, was ich von denen jemals gehört habe. Klar, die anderen Songs sind alle cool und die gehen so voll in your face, aber das war musikalisch gesehen, glaube ich, die beste Live-Performance von denen überhaupt bisher, die ich so geschaut habe. Lisas Rap-Stimme in Kombination mit den Gesangsstimmen von allen anderen. Also, ich bin echt geschockt, auch vor allem, dass Jisoo, obwohl sie kein Englisch kann, so gut auf Englisch klingt, ist übelst geil, übelst cool, mega, mega, mega. Warum sehe ich das jetzt erst?